Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Kerbal Space Program, Outer Planets Colonization, und es ist wieder soweit. Wir treten gerade mit einem neuen Schiff ins Sarnus-System ein, mit der Shepherd, die, ich habe mich gerade noch mal vergewissert, auf Hale landen soll und dort Rohstoffe abbauen soll. Landen können wir jetzt noch nicht, aber wir können wenigstens versuchen, das Rendezvous zu machen. Dazu müssen wir natürlich... Erinnert euch vielleicht, Hale ist ein unglaublich kleiner Himmelskörper. Wahnsinnig winzige SOI. Und deswegen schon schwer zu treffen. Aber was noch viel, viel schräger ist, es ist auch verdammt schwer, in der SOI von Hale zu bleiben. Weil die Orbitalgeschwindigkeit oder beziehungsweise die Fliegeschwindigkeit, die liegt bei, keine Ahnung, was, 30 Metern pro Sekunde? Und die Orbitalgeschwindigkeit so bei 20? Das ist Wahnsinn. Schritttempo im Prinzip. Jetzt übertreibe ich es gerade ein bisschen. Wir machen hier natürlich wieder erst ein kleines Orbitalisierungsmanöver, damit wir halt nicht aus der SOI von Sarnus rausfliegen. Und dann ein Inclination Change. Das müsste uns knapp 2000 Meter pro Sekunde von unseren 4800 kosten. Und den Rest müssen wir dann halt irgendwie auf Rendezvous verbraten. Mal gucken, ob das was wird. Ich mache mal ein F5. Das Manöver wird laufen in 69 Tagen. Okay. Da kommt auch schon irgendwann die Odyssey tatsächlich reingeschleudert. Ich hoffe, das kriegen wir noch hier hin einigermaßen. An sich können wir wahrscheinlich die Shepherd auch erstmal hier im Orbit einfach so lassen. Sie kreuzt ja nur die Bahnen dieser relativ kleinen Himmelskörper. Das heißt, ihr Orbit sollte nicht zu stark abgeändert werden. Aber erstmal will ich das hier reinhauen. Und dann will ich ein bisschen Time Warpen. Trip-Info können wir wieder zurück machen. Hallo? Achso, falsche Taste gedrückt. Hier müssen wir natürlich wieder auf Signal Delay achten. Irgendwas. Okay, Throttling Back Time Warp. Achso, weil ein Befehl durchgelaufen ist. Okay. Jetzt müssen wir natürlich wieder anfangen, auf Signal Delay zu achten. Weil wir hier keine komischen Glitches und Bugs haben, jedenfalls deutlich weniger als noch gerade eben bei der beim anderen Raumschiff. Ach, guckt euch das an. Schön, das Ballett. Genau, wir müssen jetzt halt ein bisschen mehr auf Signal Delay achten. Ja, sollte aber funktionieren. Hab gerade geguckt, können wir dann auch dieses Manöver hier einplanen? Ja, müsste hinhauen. So, jetzt kommen wir. Da ist Sarnus. Okay. Was ich natürlich machen will, ist rechtzeitig den Reaktor wieder hochfahren. Der ist ja gerade im Standby-Modus sozusagen. Oh. Kurz. Können wir den voll aufdrehen? Ja, dann können wir sogar voll aufdrehen. Okay. Ich habe mir leider nicht ganz genau gemerkt, bei welchen Raumschiffen wir auf... Ach, guckt euch an, wie schnell wir hier reinkommen. Meine Fresse, in gerade mal 2 Stunden kommen wir so nah an Sarnus ran. Ich habe mir leider nicht ganz genau gemerkt, welche Reaktoren auf welchen Schiffen ich wie hochfahren kann. Deswegen muss ich da mal ein bisschen rumprobieren. So, Schiff ausrichten. Sieht diesmal auch tatsächlich so aus, als würde die Nase tatsächlich hier oben sein. Wir können ja nochmal sicherstellen. Obwohl, nee, der Befehl würde jetzt 7 Minuten brauchen, bis er ankommt. Ich glaube, ich vertraue mal darauf. Ja, aus der Richtung kommen wir tatsächlich. Ich muss sagen, dieses Raumschiff sieht echt spacig aus. Das sieht wirklich futuristisch aus. Das im Prinzip nur, also dass wirklich dieser riesige Teil hier Nutzlast des Raumschiffes ist. Das verwundert mich so. Das ist so ganz anders als bei chemischen Raketen, wo halt eigentlich meistens eher der Großteil des Raumschiffes von Treibstofftanks und Antrieben aus eingenommen wird. Aber hier haben wir halt einfach wirklich gewaltig viel Nutzlast einfach nur. So, Reaktor läuft. Ein bisschen Time Warpen können wir. Slate ist echt ein Riesenklotz.
Er liegt weiter draußen als Ilu auf seiner Bahn um Sarnus, wirkt aber in etwa genauso groß. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Wahnsinn. Und dann ist da noch Tekto, wo wir noch nicht wirklich waren. Das gibt auf Tekto eine Atmosphäre. Sollte ich vielleicht auch mal vorbeischauen. Aber nicht jetzt. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal darauf. Und ich glaube, erstmal werde ich jetzt gleich dieses Manöver hier durchlaufen lassen und dann schalte ich euch wieder dazu, wenn wir auch vielleicht erst den Inclination Change gemacht haben. Ist jetzt ja alles geplant. Oder wenn was schief läuft. Kann natürlich auch immer passieren. Bis gleich. So, da werden wir wieder. Und man kann ja einigermaßen erkennen, dass die Shepard tatsächlich jetzt einen wunderschönen äquatorialen Orbit über Asarnus hat. Ich werde das Manöver jetzt noch nicht verenden, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, hatten wir letztes Mal beim Orbit bekommen über diesen beiden inneren Monden, beziehungsweise eigentlich sind es eigentlich nur so ein paar. Ja, es sind größere Objekte in den Ringen von Sarnus, also, hatten wir extreme Probleme, überhaupt einen Orbit hinzubekommen, weil das Signy Delay sogar größer war als die Zeit, die wir überhaupt in der SOI verbracht haben. Ich erinnere nur daran, sehr, 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 sehr leichte Körper und winzige SOI. Ja, ist ein bisschen schwierig, deswegen springen wir gleich zur Odyssey. Da stehen nur noch 12 Tage Time Warping an. Dip, 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 dip. Okay. Was sind da alles für Kommandos drin? Kann ich das? Nee, okay. Na gut. Die werden jetzt hier halt kurz durchlaufen. Weil ich halt die Shepard ausgewählt habe. Wunderbar. So, jetzt timewarpen wir erstmal bis zum Eintreffen in die SOI. Ich denke, ich werde auch hier im Prinzip das Erlangen des Orbits über Ilu komplett. Komplett Bordcomputer gesteuert machen und erst später die Kerbals aufwecken. Plan ist ja tatsächlich, dass wir. Wir haben ja einige Kerbals tatsächlich an Bord. Unter anderem halt Piloten. Und die können das Raumschiff natürlich steuern, aber wir. Ja, das brauchen wir eigentlich nur für die Landung, wenn wir halt wirklich blitzschnelle Reaktionen brauchen. Bevor wir landen, können wir, glaube ich, auch super weiterhin mit Bordcomputer arbeiten. Behaupte ich jetzt mal. Ich hoffe mal, das läuft wirklich so. So, jetzt noch kurze Zeit. Klack. So, wie sieht unser Orbit aus? Grauenhaft. Also wirklich schlecht. Na, na, na. Habe ich da etwa was versaut? Naja, wird schon schief gehen. Wir machen erstmal den hier. Nein, falsch rum. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Dann kommen wir wenigstens auch in die richtige Ebene. Ne? Dann passen wir hier einerseits so ein bisschen die Periapsis an und andererseits auch. Entschuldige mich. Andererseits auch ein bisschen die Inklination. Ja, ich hätte jetzt ganz gerne Sarnus als Fokus. Danke. Das macht einiges einfacher. Ja, jetzt wird es ein bisschen verwirrend. Okay. Machen wir erstmal das Manöver. Das sind nochmal 200 Meter pro Sekunde. Unschön, muss aber gemacht werden. Findet statt in. Naja, in etwas Zeit. Sind noch 15 Tage. Echt 15 Tage, meine Fresse. Ja, lassen wir erstmal ausführen. 3 Minuten vorher wird ja wieder die Zeit angehalten. Das heißt, ich habe dann genug Zeit, um den Reaktor wieder hochzufahren. Entschuldigt bitte wirklich. Seit dem ersten Teil der Aufnahme sind tatsächlich ein paar Tage vergangen und ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Und ich bin ein bisschen zu faul, die ganze Zeit das Mikrofon stumm zu schalten. Ich könnte es definitiv tun, aber ja, ich weiß nicht. So. Zeit wird wieder langsam runtergedreht.
Erinnert euch vielleicht an dieses riesige Solarpanel, nicht Sonarpanel, sondern Solarpanel. Das ist jetzt praktisch wertlos, das bringt ja nicht mehr viel. Das hatte ich ursprünglich tatsächlich eher eingebaut für die Zeit, in der wir im Orbit über zum Beispiel Minmus sind. Dann kann man halt da den Reaktor ausschalten und nur mit diesem Solarpanel halt das ganze Raumschiff versorgen, aber das reicht definitiv nicht mehr aus. Wir haben hier, also wir sind gerade bei einem Drittel der Gesamtleistung, waren wir so bei 0,1 Energy Flow. Ja, in etwa so. Das heißt, bei perfekter Ausrichtung des Solarpanels kriegen wir etwa 0,3 Energy Electric Charge pro Sekunde. Das reicht nicht mal, um, keine Ahnung, die Satellitenschüsseln zu betreiben. Definitiv nicht. Das sind ja Riesenklopper hier. So, wir sind ausgerichtet. Das Ding ist ja relativ gewandt, tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber ich habe tatsächlich ein Raumschiff gebaut, das sich relativ einfach steuern lässt. Meistens. Auch hier habe ich wieder Sorge vor dem Senkrechtlanden. Wir hatten, glaube ich, einiges an Schwierigkeiten beim Starten mit dem Teil, aber... Ja. So, und der Antrieb brennt. Diesmal, wir haben wieder diesen Riesenantrieb. Ich muss sagen, der gefällt mir. Ich mag diese Antriebe tatsächlich. Auch wenn man so viel Shit in Form von diesem Reaktoren mittragen muss. Ich mag diese magnetoplasmadynamischen Antriebe. Die sind wirklich cool. Und ja, die Crew ist tatsächlich immer noch tiefgefroren und hat keinerlei Supplies verbraucht. Nichts. Die sind genauso fit wie an dem Tag, an dem sie in das Schiff eingestiegen sind. Ja. Alles hanky-dory. Die sind da jetzt seit, bei der Training Station waren wir seit 5 Jahren nicht mehr. Die sind da im Prinzip seit 5 Jahren, seit auf wahrscheinlich sogar 6 Jahren in diesem Raumschiff drin. Das muss man sich mal vorstellen. 6 Jahre deines Lebens? Also, du lebst ja nicht selber, sondern die Welt um dich herum. Das Weltall um dich herum verändert sich, aber du wachst einfach nur plötzlich wieder eines Morgens auf und die Welt ist ganz anders. Das muss schräg sein. Also es ist ja nochmal anders als zum Beispiel Leute, die im Gefängnis sitzen, die halt tatsächlich altern, aber du bist halt nicht gealtert, du hast nichts erlebt in der Zeit. Also, es ist bestimmt sehr seltsam. Und ich hoffe, wir haben genug Antidepressiva an Bord, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, damit klarzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Leute nicht ganz so gut drauf reagieren. Anyway, wir wollen Ilu erreichen. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Das sieht nach einer verdammt guten Periapsis aus. Ja. Dann machen wir hier das Bremsmanöver. Oder sollte ich dafür... Ne, eigentlich sollte ich dafür natürlich näher an Sanus ran, weil dann das Orbitalisierungsmanöver effizienter ist. Klingt erstmal komisch, dass ich mehr Treibstoff verbrauche, um näher an Sanus ranzukommen und dann halt wieder den wieder meine Periapsis über Sanus wieder nach oben schieben werde, aber es ist tatsächlich effizienter, weil tatsächlich das eigentliche Orbitalisierungsmanöver dadurch weniger Treibstoff verbraucht. Na, wir haben jetzt Trip-Info, verbrauchen wir knapp 1000. So. Ja. Ne? 0,6. 0,2. Na. 0,1. So. Insgesamt 1150. Geht noch. So. Den Befehl eingehackt. Und dann machen wir den jetzt auch schnell. Da müsste Sanus irgendwo sein. Ah ja, da ist unser. Ganz weiter draußen. Ja, Floating Back. Den Reaktor lasse ich jetzt tatsächlich auch wieder an. Gleiche Begründung. Ne? Wir sind praktisch da und die paar Tage... Die können wir noch überleben.
Ich über Funkkontakt. Ich muss natürlich darauf achten, dass ich Funkkontakt habe, wenn ich die Befehle in den Computer einschleuse. Das ist natürlich wichtig, weiterhin. Mein Tee. Und ja, die Radiatoren drehen sich tatsächlich ähnlich wie zum Beispiel Solarpaneele, allerdings genau senkrecht dazu. Ja, sie versuchen immer so wenig Fläche wie möglich in die Sonne zu stellen. Weil damit die Hitze natürlich, weil sie dann halt weniger Hitze durch die Sonne aufnehmen und andererseits mehr Hitze ableiten können. Durch die vorbeiziehenden Solarwinde, wie ich das in etwa verstanden habe. Keine Gewähr auf diese Aussage, tatsächlich. Ich bin kein Physiker. Okay, dieses kleine Manöver einmal kurz abbrennen, nur damit wir unseren Orbit so minimal verschieben, dass wir etwas näher an Sanus vorbeischleudern. Wunderschön. Nächstes Manöver, 37 Tage. Ja, die Shepard kreist hier so ein bisschen zwischen den Monden hin und her, aber ich habe relativ wenig Sorge, dass sie irgendwie groß aus dem Orbit verschoben wird, weil an Illu kommt sie, glaube ich, nicht nah genug ran, um gefangen zu werden. Und die beiden inneren Monde sind halt so minimal klein, dass sie den Orbit kaum verschieben werden. Was ansonsten ja immer ein Problem ist, wenn man halt solche Sachen macht, ist, dass unter Umständen halt der Orbit meines Satelliten durch einen Encounter abgeändert wird und dann sonst wo landet. Ja, das kann natürlich immer passieren. Ah, wunderbar. Periapsis 1,7000. Ich hoffe nicht zu tief. Ich habe mir darüber schon letztes Mal Gedanken gemacht, ne? 580.000 Meter. Okay. Ja, da sind wir drüber. Wie sieht denn das aus? Dadurch, dass wir noch keinen Orbit haben, ist die Kamera irgendwie so komisch geschaltet, dass die Sanus im Prinzip hochkant stehend darstellt. Also die Ringe gehen jetzt halt von oben nach unten auf dem Bild, statt von rechts nach links. Also von links nach rechts. Wenn ich es von links nach rechts zeige, warum sage ich dann von rechts nach links? Ich habe keine Ahnung. So, das Manöver wird ein bisschen länger dauern. Ja, eine Minute. Passt schon. Ist jetzt auch nicht so krass viel länger. Wenn wir das, glaube ich, einfach jetzt in einem Ruck durchziehen und dann läuft das. Und diese Delta-V-Werte, ich glaube, die täuschen tatsächlich ziemlich darüber hinaus, wie viel Treibstoff tatsächlich an Bord ist. Wir haben immer noch hier den LFO für die Senkrechttriebwerke. Ich glaube, die stehen dann tatsächlich nicht mit drin. Vermute ich mal sehr stark. Ich müsste es jetzt aber auch ausrechnen. Naja, ich weiß nicht. Lithium wird tatsächlich langsam ziemlich knapp. Wir haben 7000 und wir brauchen 12 pro Sekunde. 7000 durch 12 macht 583 Sekunden. Durch 60 sind 9,7 Minuten. Doch, doch, tatsächlich. Wir haben tatsächlich noch so viel Delta V. Wow. Okay. Na, ich habe jetzt einfach geguckt, wie lange können wir unser Triebwerk brennen lassen noch mit dem aktuellen Menge an Lithium. Und ja, tatsächlich. Etwa 9,7 Minuten, jedenfalls vor kurzer Zeit. Also stimmt das alles noch und es wird im Prinzip nur der LFO-Werk
Treibstoff nicht mit eingerechnet. Na, kriegen wir langsam mal einen Orbit. Moment mal, wir kommen von da, ja? Ich glaube, ich habe die Kamera einmal komisch gedreht. Achso, wir sind wahrscheinlich auf der Südseite von Sanus. Okay, das ist total verwirrend. Ja, wir sind südlich der Ringe. Okay. Ja, jetzt wird es auch deutlicher. Jetzt, wo die Kamera sich nähert. Oben ist Norden und unten ist Süden ausgerichtet hat. Okay, ich dachte schon. Brennen wir schon wieder in die falsche Richtung? Nein, tun wir nicht. Wir brennen tatsächlich da lang, wo wir wollen. Okay. Oh, dumm, die dumm, die dumm. Boah, das dauert doch deutlich länger als ich dachte. Ja, okay. Flight Engineer berechnet natürlich alle Antriebe mit rein. Okay, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn das fertig ist. In 3,5 Minuten. Ja, so, jetzt läuft tatsächlich das Video. Da wären wir wieder. Manöver durchgelaufen. Jetzt steht im Prinzip noch der Inclination Change an. Ja, sieht noch gut aus, können wir noch so übernehmen. Das meinte ich von wegen, und wir müssen halt aufpassen, dass wir noch Satellitenablink haben. Wir können immer nur, also ich, mit der aktuellen Version von Flight Computer, die ich habe, das ist auch schon wieder ein paar Wochen, Monate in Anführungsstrichen, in Klammern alt, und kann man halt nur einen Befehl nacheinander in den Bordcomputer reinklotschen. Es wäre schön, wenn man das, also da man ja schon in KSP standmäßig mehrere Manövernodes hintereinander einprogrammieren kann. Warum sollte das nicht der Flight Computer machen? Und das ist, es ist ja an sich nicht so kompliziert. Also wenn man weiß, also wenn der Flight Computer einen Befehl machen kann, warum dann nicht mehrere hintereinander? Ich weiß nicht. Aber gut. Solche Sachen sagen sich natürlich immer ganz einfach. Aber vielleicht steckt da noch ein bisschen mehr hinter. So, wir sind jetzt wieder sehr weit weg von der Schwerkraftquelle, das heißt, an Inclination Change ist jetzt am effizientesten. Ups, irgendwas habe ich geklickt. Habe ich was geklickt? Ah, ich habe hier ein Manöver erstellt. Das wollen wir nicht. So, wir drehen uns wieder auf Manöver Prograde. Was wir danach machen, ist folgendes. Hier Manöver hinzufügen und mal gucken, können wir irgendwie, kriegen wir irgendwie einen schönen Counter? Ah, ich glaube, das mache ich gleich, wenn das Manöver durch ist. Ach, Elos Orbit ist tatsächlich leicht inkliniert. Interessant. Ist mir noch nie so aufgefallen. Aber tatsächlich, die Ringe liegen tatsächlich genau um Sanus Äquator. Aber Elo hat tatsächlich einen leicht inklinierten Orbit. Okay, cool. Allerdings, nur leicht tatsächlich. Ist nicht so schlimm. Ja, also wenn wir jetzt tatsächlich unsere Inklination anpassen, dann bedeutet das, also wenn wir gleich die gleiche Inklination haben wie Elo, dann heißt das, dass wir gleich auf der gleichen, also unser Orbit auf der gleichen Ebene liegt wie der von Elo. Das heißt, dass, naja, wenn unser Orbit inkliniert ist, dann muss folglich natürlich auch der Orbit von Elo inkliniert sein. So. Und jetzt noch das Rendezvous mit Elo selbst. Tut's nicht ganz. Manchmal kann es auch ein bisschen helfen, einfach nur die Note, die Manövernote zu verschieben. Nee, tut's nicht.
Wo ist denn ILU gerade? Da hinten. Wisst ihr was? Dann machen wir einfach mal einen Orbit. Na, guckt mal in der Schau. Da kriegen wir doch schon mal was Besseres. Nee. Ah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch wirklich gut aus. Das ist ein schön langer Encounter. Weil da sehr, sehr... Oh, perfekt! Na, Wahnsinn! Guckt euch das an! Mit niedriger Geschwindigkeit sieht man daran, dass wir halt nicht in einer geraden Linie dann vorbeischießen, sondern so einen richtig schönen langen Bogen machen. Das heißt, es wird wenig Data vorkosten, um zu polarisieren. Wunderbar. Ja, gefällt mir. Will ich so haben. In einem Tag. Okay. Ja, Lithium wird langsam knapp. Wird langsam knapp. Da wird einem ja fast schlecht. Dass plötzlich die Ringe so an unserem Schiff vorbeigesaust sind. So, dann machen wir kurz dieses Manöver. Ach ja, ILU ist praktisch direkt hinter uns. Kuckuck. Ah, es kommt direkt auf uns zu. Naja, nicht ganz. Aktuell würden wir halt wirklich wieder zurück zu Sarnus fallen. So, mein Tee ist eigentlich kühl genug. Ah, sehr schön. Ja, Lithium wird tatsächlich relativ knapp. Hier war auch wieder natürlich der Plan, möglichst viele Manöver auch bei der Landung mit Lithium, also mit dem magnetoplasmadynamischen Antrieb durchzuführen. Mal gucken, wie viel der davor tatsächlich übrig bleibt. Das werden wir gleich sehen. Aber auch jetzt werde ich jetzt mal wieder kurz einen Cut machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die SOI von ILU erreichen. Oder wenn wieder was schrecklich daneben geht. Kann ja beides passieren. So, da werden wir wieder. Und Lithium wird langsam knapp. Also wirklich, ich glaube, da wird schwierig. Wird definitiv schwierig und irgendwas läuft hier nicht ganz so, wie ich will. Ich kann keine Manövernote erstellen. Warum nicht? Achso. Dämliche Bugs wegen Manövernotes. Gucken wir mal. Aber wir brauchen nicht viel Delta V, um das Manöver durchzuführen. Ich hoffe mal, das reicht noch. 293 Einheiten. Und danach haben wir tatsächlich nur noch den LFO. Wird lustig. Wird sehr, 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 sehr lustig. Da muss ich mir was überlegen. So. Lasst mich kurz nachdenken. So, Manöver einhacken. Das muss jetzt gemacht sein, bevor wir hinter ILU verschwinden und dann der Funkkontakt abbricht. Ich denke, es wird reichen, um auf jeden Fall einen Orbit zu bekommen. Vielleicht nicht den ich jetzt haben will, aber ich werde einen Orbit, denke ich, schon kriegen können. Ja, Funkverbindung ist jetzt weg. Ist ja eine Sache, die uns neulich passiert ist mit der einen Sonde. So, einmal diese Kiste hier drehen. Mit wunderschönem Blick auf Sarnus. Also das ist wirklich schon ziemlich cool. Obwohl ich gerade ein bisschen andere Sorgen eigentlich habe, aber gut. Vielleicht sehen wir sogar noch die Aquarius müsste eigentlich vor uns, irgendwo knapp über dem Äquator sein. Kann man sie sehen? Na, oder ist sie hinter dem Äquator? Nee, ich glaube, sie ist ganz knapp hinter dem Äquator. Naja, wir können sie nicht sehen. Schade. Okay. Noch ein bisschen Time Warpen und jetzt wird es gleich sehr, sehr spannend, ob das mit dem Treibstoff hinhaut. Kacke. Orbit. Wird aber nicht reichen, um das ganze Manöver durchzuziehen. Kacke. Okay. Das ist dumm gelaufen. Das ist in der Tat sehr dumm gelaufen. Reicht nicht.
Wir brauchen mehr als eine Einheit Lithium, um 1 Meter pro Sekunde zu bekommen. Kacke. Ja, das funktioniert auch irgendwie ganz... Achso, wir haben eh keine Funkverbindung. Ist natürlich klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe womöglich schon einen Plan. Ne? Wir können tatsächlich ja Lithium produzieren. Wir haben ja die Shepard. Damit können wir dann... Ah, da ist die Aquarius. Damit können wir dann womöglich... Funkverbindung, Funkverbindung steht. Okay, Kommando erstmal canceln, damit nicht der Antrieb irgendwie durchdreht. Wenn wir irgendwie plötzlich doch wieder Lithium haben. Das wäre so ein Plan. Was genau ich mache, das werden wir aber erst in einer zukünftigen Folge sehen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und es hat euch gefallen. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch.